ja, kennt ihr diesen Moment, wenn man einfach nur ganz gemütlich Once spielen möchte, auf seinem Rang, in meinem Fall Diamond, und dann siehst du den Gegner und denkst dir, oh fuck, ich muss mich ja doch anstrengen, weil er ja Grand Champion ist. Genauso geht es mir heute bei der Folge. Und wenn ihr wollt, dann schaut doch gerne mal auf der Homepage rl.exchange vorbei. Das ist mein Partner für Items, Autos, Drops und noch sehr viel mehr, für Rocket League natürlich. Dort was zu kaufen ist wirklich super simpel. Du glaubst mir nicht? Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblings-Items suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code ANYART nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. 1 vs 1. Ich bin gespannt auf diese Runde und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen Angst, weil momentan ist es so, ich kreiere Content jeden Tag. Ich mache für euch aktuell Daily-Content, Once-Runden, Zus-Runden, paar Infovideos, paar Openings, toxische Spieler oder eben auch Themen, die ich anspreche. Und naja, heute das Thema soll eigentlich sein, seid ihr zufrieden mit dem Content aktuell? Weil es ist schon wirklich sehr viel Arbeit. Ich streame ja aktuell gar nicht mehr, sondern mache wirklich nur noch Videos und ich bin ehrlich zu euch, es ist irgendwie anstrengender geworden, weil der Content für YouTube ist halt ein bisschen schwieriger zu produzieren. In Streams kannst du einfach, na Leute, wie geht's euch, alles gut bei euch, wir machen jetzt eine Runde Once. Aber hier musst du halt irgendwie immer lustig, immer fröhlich, immer, naja, gute Runden haben, Themen haben, die Sinn machen und dich vor allem auch konzentrieren. Ich mache jetzt am Anfang noch echt gar nicht so viel, aber ich rede erstmal noch. Ja, gib mir erstmal ein bisschen Zeit, gerade ist ja noch 0:0, alles entspannt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr meinen Content aktuell feiert, ob ihr meine Videos, ist der AFK, ob ihr meine Videos gerne anschaut und, ne, ist er nicht, komisch. Naja, 1:0. Ob ihr meine Videos gerne schaut, ob ihr dabei lacht, ob es euch einfach erfreut, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, fokussieren wir uns mal auf diese Runde 1. Das ist 1. Der gute Original Bird mit seinem Batmobil ist eigentlich ein schönes Auto, aber ich mag die Hitbox nicht so gern. Ist, glaube ich, eine Dominus Hitbox, meine ich, ne? Ist mir viel zu groß, viel zu... Oh, der ist Grand Champion? Der ist Season 7 Grand Champion Spieler? Okay, habe ich jetzt... Ey, also jetzt mal ohne Spaß. Es gibt doch so Cartoons, wo so, keine Ahnung, irgendwer über eine Klippe rennt, aber erstmal in der Luft stehen bleibt, weil er nicht rafft. Schönes Passing Play. Weil er nicht rafft, dass er gerade über Luft ist oder an der Klippe vorbeigejumpt ist oder so und dann nach unten schaut und dann erst nach unten fällt. Und ich fühle mich immer, wirklich immer, wenn ich Once spiele und ich auf einmal sehe, oh, der ist ja eigentlich Grand Champion, dann, dann ändert sich auf einmal alles. Und genau das meine ich damit. Am Anfang denke ich mir, so ist es ein ganz normaler Diamond-Spieler, alles ist cool. Und sobald ich entdecke, dass er irgendwie Grand Champion ist und eigentlich, naja, über meinem Niveau, weil ich mich ja immer noch nicht so hundertprozentig als soliden Grand Champion-Spieler sehe, dann packt er auf einmal die krassesten Sachen raus, so wie gerade halt. Warum passiert das? Also, ich glaube einfach, ich habe euch ja schon mal irgendwann erwähnt. Na, ich liege jetzt hinten, dumm. Ich habe euch ja schon mal irgendwann erwähnt, wenn ich Rocket League spiele, dann habe ich halt zu sehr meinen Kopf dabei aktiv und ich denke halt zu viel. Und ich glaube halt, ich zerdenke mir das Spiel auch jetzt schon wieder. Sobald ich merke, oh, er ist ja tendenziell eigentlich besser als ich, habe ich einfach ein Problem damit, noch gut zu spielen, weil ich denke, oh, der ist ja besser, der wird mich auf jeden Fall besiegen. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe halt Respekt auf jeden Fall vor, ja, vor Grand Champion Spielern, vor allem in Once. Bei Twos halt nicht, weil da bin ich ja selber Grand Champion oder Champion 3. Da macht es mir halt nichts aus, weil das ist dann eben mein Niveau, wo ich eben auch spiele. Wenn ich aber einen Grand Champion Spieler sehe, der wird wahrscheinlich auch nicht in Once Grand Champion, sondern auch wahrscheinlich eher in Twos oder so. Aber trotzdem, oh, habe ich diesen Grundrespekt vor ihm. Das ist ein schöner Aerial, vielleicht einen schönen Flip-Reset. Das war ein schöner Fake-Flip-Reset. Das war okay. Aber vielleicht zeige ich ihm ja durch diese Aktion auch so ein bisschen, ey Kollege, ich bin auch eigentlich gar nicht so schlecht.
Weil ich denke mir halt auch immer, dass natürlich die Leute, die Grand Champions sind, eben auch so bewusst sind, ihren Grand Champion-Rang in den Titel schreiben, also in den Titel packen, dass die eben so selbstbewusst sind und sagen, jo, okay, ich werde dich eh locker besiegen. Ich weiß nicht, ob ich da das alles wieder zerdenke. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr auch Respekt vor Grand Champion-Spielern oder eben vor Spielern, die höher als ihr seid, wenn ihr halt One spielt? Oder ist es eher so eine Sache von mir gerade wieder und mein Kopf ist da mal... es kann halt auch mein Kopf sein. Ich bin halt leider scheiße, was sowas angeht. Aber 4-4, wir sollten uns jetzt mal anfangen zu konzentrieren, final. Jetzt, ich habe so viel gelabert wieder, aber jetzt mal ganz kurz Fokus, einmal kurz weggerammt. Hat er auch, glaube ich, ein bisschen scheiße gemacht. Wir müssen auch vor allem ein bisschen mehr rammen. Wir haben heute noch gar nicht wirklich zerstört. Das prangere ich an. Ich mache das sehr gerne. Ich will das auch ganz gerne jetzt mal machen. Und das Schöne ist hier auch, wir haben einen Grand Champion als Gegner. Also der sollte, vor allem der, sollte wissen, dass Bumpen vollkommen okay ist. Also wenn ich ihn jetzt anfangen sollte zu bumpen, natürlich jetzt nicht übermäßig, sondern eben nur dann, wenn es passt, dann sollte er verstehen, dass das... vollkommen legitim ist. Boah, was für eine Bananenbogenlampe-Flanke. Was war da denn los? Der Ball ist drin. Okay. Ja, aber gerade halt Grand Champion-Spieler sollten in der Lage sein, zu verstehen, wenn jemand bumpt, dass es dann eben okay ist. Und es wäre ja auch mal lustig auszuprobieren, weil immer, wenn ich bumpe, habe ich halt meistens dann die Diamond-Spieler und die haben halt da noch ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu, als jetzt vielleicht Grand Champion-Spieler, weil da ist es ja wirklich gang und gäbe, dass man das halt wirklich exzessiv macht. Okay, der Bump klappt nicht, weil er eben auch clever ist. Und genau das erwarte ich von dem Grand Champion Spieler. Dass er weiß, okay, Bumpen ist vollkommen okay, aber ich kann dagegen auch was tun. Und zwar hochspringen. Das war gerade mal ein Beispiel. Jetzt hat es nicht funktioniert. Tut mir leid. Aber es funktioniert. Der Ball ist auch drin durch meinen Bump. Ihn so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Und deswegen ist RAM für mich halt immer so eine wichtige Taktik. Weil man eben so ein bisschen das Momentum, den Spielflow aus einem Gegner herausbekommen kann. Und wie gesagt, ich hoffe, er wird es verstehen. Er schreibt aktuell noch überhaupt gar nichts in den Chat. Und ich hoffe, das bleibt auch so und er wird nicht toxisch, nur weil ich ihn jetzt nochmal zerstört habe. Das war aber jetzt wirklich keine Absicht. Der Ball ist zu hoch. Warte mal, wir führen 7-4 mittlerweile, ne? Wir haben einen soliden Vorsprung. Ich laber gerade so viel, ich habe gar keinen Plan, wie es überhaupt steht. Aber wir haben ja eine solide Führung gerade gegen den. Oh, richtig gut eigentlich. Also bin ich voll zufrieden mit. Dafür, dass er eben von den Mechanics eigentlich Sachen beherrscht und gut kann, hat er es halt blöderweise für ihn nicht so wirklich oft benutzt. Nö, aber ich muss sagen... Das war doch ein solides Spiel auf einem guten Diamond-Niveau und der Grand Champion war doch gar nicht so krass. Oh, und er schreibt sogar auch GG. Ja, ich sag ja, das ist jemand, der versteht es halt. Das finde ich gut. Aber ja, was für eine Runde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ähnliche anfängliche Probleme habt, wenn ihr seht, jemand ist höher als ihr selber, so wie ich am Anfang irgendwie. Ich weiß nicht, am Anfang. Ich brauche dann einen Moment, um erstmal klarzukommen und mich darauf einzustellen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, mögt ihr meinen Content aktuell, so wie ich ihn mache? Ich würde mich freuen, wenn das so ist, weil es wirklich sehr viel Aufwand, sehr viel Mühe und sehr viel Arbeitszeit ist, die ich da hineinstecke. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.